Hallo zusammen. Im heutigen Video möchte ich mit euch die Grundkompetenz AG 3.3 besprechen, bei der es rund um Rechenoperationen mit Vektoren geht. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Um euch das Ganze etwas näher zu bringen, habe ich mich für die Nummer 1-785 aus dem Aufgabenpool des Ministeriums entschieden. Es geht hierbei darum, 6 Ausdrücke A, B, C, D, E, F den 4 Vektoren links eindeutig zuzuordnen, wobei natürlich 2 schlussendlich übrig bleiben werden. Ich bin dabei folgendermaßen vorgegangen. Ich habe die Ausdrücke gezeichnet und geschaut, welcher den Vektoren entspricht. Beginnen wir mit dem Ausdruck A. Der Vektor U ist zu verdoppeln, das heißt, ich hänge ihn noch einmal an sich selber dran. Im Anschluss ist der Vektor V abzuziehen, das bedeutet, ich addiere hier den Gegenvektor. Was hat dies nun zum Resultat? Man verbindet den Startpunkt mit dem Endpunkt und vergleicht nun dies mit den gegebenen Vektoren und sieht, der Vektor PR ist dasselbe. Somit haben wir die erste Lösung gefunden. PR ist unser Ausdruck A. Gehen wir zum nächsten Beispiel. Bei B sind 2 V minus U zu zeichnen. Das heißt, auch hier wird wieder der Vektor V verdoppelt. Im Anschluss wird der Gegenvektor von U angehängt. Das habe ich hier rot gemacht. Und habe wieder den Startpunkt mit dem Endpunkt verbunden. Betrachtet man nun dies, stellt man fest, dass keiner der übrig gebliebenen 3 Vektoren dem entspricht. Somit scheint B keine der Lösungen zu sein. Gehen wir also weiter. Minus V, das heißt einfach den Gegenvektor von V wählen. Das habe ich hier auch wieder angezeichnet. Und wenn man sich nun das Ganze betrachtet, sieht man, dass die Verbindung von Punkt Q zum Punkt R dasselbe darstellt. Somit haben wir die zweite Lösung gefunden. C ist gleich der Vektor QR. Okay, auf zu Nummer D. Bei D ist 2 mal V plus U zu zeichnen. Also ist U wieder zu verdoppeln. Ich hänge also wieder den Vektor V an und nun wird U addiert. Das heißt, U wird hier rot dargestellt, ebenfalls daran gehängt. Wenn man wieder den Startpunkt mit dem Endpunkt verbindet, das habe ich hier schwarz gemacht, sieht man, dass dies parallel zum Vektor PS verläuft. Auch diesen zeichne ich noch schnell ein. Somit haben wir schon die dritte Lösung gefunden. Dora entspricht dem Vektor PS. Es wird noch E und F überprüft. E ist ja 2 mal U. Dies ist recht simpel zu zeichnen. Das heißt, ich muss einfach den Vektor U noch einmal an sich selber anhängen. Machen wir das schnell. Und dies sehe ich, dass das dasselbe ist, als wenn ich den Punkt P mit dem Q verbinde. Das heißt, den Vektor PQ aufstelle. So, damit wird die vierte Lösung gefunden. E ist also der Vektor PQ. Zur Sicherheit werde ich trotzdem noch F überprüfen. Das würde ich euch empfehlen, dass ihr immer bitte alle Aufgaben durcharbeitet. Es könnte sich dann darstellen, dass dann trotzdem noch etwas falsch gemacht wurde. Machen wir das schnell. Ich habe zuerst 2 mal U zu zeichnen. Machen wir das. Und nun hätte ich 2 mal V anzuhängen. 2 mal V würde außerhalb dieses Rasters landen, wobei ich mir nun relativ sicher bin, dass F auch falsch ist. Ich zeichne das trotzdem noch schematisch schnell ein. Also 2 mal V würde hier nach draußen gehen. Somit bin ich mir sicher, dass die Kombination EACD richtig ist. Danke für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß bei den zukünftigen Videos.